Und damit herzlich willkommen hier zum ersten Vlog auf meinem Kanal. Ich möchte jetzt in die Innenstadt mir ein Eis holen und danach eventuell noch schwimmen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Erstens, ich habe nichts zu tun. Und der Weg in die Innenstadt dauert ungefähr eine Stunde. Das bedeutet, das ist ein super Zeitfresser. Und zweitens, ich habe Bock auf ein Eis. Es gibt zwar auch Eistieren in der Nähe, aber das wäre ja langweilig. Und außerdem ist das Eis in der Innenstadt besser. Und deswegen ab zur Innenstadt. So, jetzt nach einer gefühlten Ewigkeit, könntest du bitte leise sein, bin ich endlich in der Stadt angekommen. Dort drüben sehe ich auch schon die Elbe. Aber ich gehe natürlich nicht auf der richtigen Seite raus von der U-Bahn, so wie es sich gehört, sondern auf der falschen. Nice. So, hier wäre der richtige Ausgang gewesen. Nice. Der Bus, den ihr eben gerade gesehen habt, also, warte, da hinten, das ist der Riverbus. Der ist mega nice. Es ist so eine Stadtführung hier durch Hamburg. Und die geht einmal von der Straße aus, deswegen Räder, und die geht auch durchs Wasser, so wie ein Schiff, richtig nice. Ja, ich sehe den gerade zum ersten Mal, der ist voll cool. Was auch noch richtig lustig ist einfach, diese ganzen Leute, so in meinem Alter, viele auch älter, die einfach irgendwie zu dritt so aufs Handy starren und man weiß einfach, dass sie einfach alle Pokémon Go spielen. Ich laufe gerade hier durch die Hafen City. Wie viel die hier an Häusern hochgezogen haben, die wirklich auch irgendwie futuristisch gut aussehen. Das ist echt krank in so einer kurzen Zeit. Die haben echt hier was auf die Beine gestellt. Das beste Eis gibt es eindeutig hier bei Langnese, Moni Leverhaus in Hamburg. Immer hingehen. Mega nice. Ja, ich weiß, dass es extrem unnötig ist, jetzt hierfür eine Stunde zu fahren ungefähr. Oder wie viel haben wir? Ja, ich bin ungefähr eine Stunde unterwegs. Hier für ein Eis. Ich finde das einfach so hammer. Wir müssen es unbedingt mal probieren. Hier, es muss ja nicht unbedingt hier sein. Aber probiert unbedingt mal ein Zwirbel, wenn ihr ihn noch nicht habt. Schmeckt einfach hammer. Ich bin ein bisschen überlegen, ob ich noch warte, bis das Schiff hier ausläuft. Weil die Leute gehen schon drauf. Ich glaube, das ist normalerweise bald der Fall sein seid ihr. Ich weiß es aber noch nicht. Ja, ich warte noch mal einen kurzen Moment hier nach. Aber ja. Jetzt sollte es eigentlich irgendwann mal losgehen, weil ja, der Motor vom Schiff ist schon an. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich glaube nicht. Im Moment hat die Elbe. Boah, tut mir leid, meine Hand. Im Moment hat die Elbe echt extrem hohe Wellen. Gerade du? Keine Ahnung. Was meint ihr, bekomme ich? Das Schiff da unten noch. Ich weiß nicht, ob ich nicht gerade jetzt stehe. Aber ich bin auf dem Schiff. So, jetzt auf dem Weg zum Schwimmbad.
Der Bus kam nicht, deswegen muss ich jetzt laufen, Digga. Das wäre mein Bus gewesen. So, und damit frisch geduscht, aus dem Schwimmbad raus. Ja, war sehr schön. Ich habe mindestens eine Stunde geschwommen, eher länger. Was ein Dreck, ich bin gerade in der Regenwand reingelaufen. Das ist richtig hat sich eben überhaupt nicht geregnet und jetzt so toll. Das ist richtig scheiße, aber gut, dass ich nah an der Bahn bin. So Leute, eingekauft habe ich, wie ihr seht, meine Frisur ist schon wieder zerstört. Danke Regen. So, gestern habe ich leider vergessen, die Uploads zu sehen. Also macht es jetzt einfach. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich schneide gerade hier den Vlog. Kann ich zeigen, wenn ihr wollt. Ja. Der Vlog, wir haben es morgen 12:11. Ja, viel Spaß.